Recht herzlich willkommen zur 14. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, 14. Folge. 13. haben wir überstanden und wir hatten vor, irgendwas in Richtung Verwestigung anzufangen. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen gucken. Ne, das ist jetzt hier, ne? Englische Monarchie erhalten von Technologiestufen, lernen von Großbritannien. Das heißt, wir müssten eigentlich mal gucken, wie wir zu den Engländern stehen, ne? Englisch. Diplomatie. Wir haben. Britische Meinung von Irokesen ist Nachbar mit abweichender Religion. Okay, heben einen Anspruch. Ja, wir müssen noch Beziehungen verbessern. Beziehungen verbessern. Können wir auch. Sollten wir auch tun, weil das ist der Nachbar, der direkt neben uns ist, der uns auch in irgendeiner Form helfen kann, ne? Weil wenn wir ja verwestlichen, dann haben wir Unruhen im eigenen Land. Unsere Nachbarn werden auch nicht ganz zufrieden mit uns sein. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir einen Verbündeten kriegen. Na, und der einzige Verbündete, der uns da helfen kann, sind dann die Engländer, weil die können jetzt auch Verbündete sein. Die würden das aber durch den Glaubenskrieg ändern. Und das wird schon schwer genug, weil wir hier 9 haben, 10, da haben wir 3. Wenn wir die jetzt, aber ich glaube, die sind untereinander sowieso verbündet. Miknaquish, Miamish und Kresh oder so ähnlich. Das ist Miaknish. Ne, das ist Miknaquish, das ist Miamish. Und das ist Avenakish. Irgendwer ist da noch bei. Ach, hier, diese sind das, glaube ich, oder? Ne, das sind die Shoni. Und irgendwo sind noch welche. Na, ja, die sind dann weiter weg, oder? Keine Ahnung, wo sie sind. Spielt auch nicht so eine Rolle. Wir müssen mit unseren direkten Nachbarn erstmal klar Schiff kriegen, in dem Sinne. Gut, da wäre es zu überlegen. Pekotisch. Waren die denn? Die waren verbündet mit den anderen, na genau. Das heißt, die sind auch verbündet. Pequotisch aber nur. Okay, die haben noch andere Verbündete. Und wie ist mit denen? Irokesen, verbündet mit Irokesen und Pequotisch. Pequotisch waren die. Wenn ich die angreife, würden die denen zur Hilfe kommen. Ja, vielleicht sollten wir das sogar tun. Aber das können wir nicht einfach so machen, wahrscheinlich. Können wir denn dort Anspruch fungieren? Können wir nicht. Und hier unten wird es genauso wenig gehen. Gut. Einen anderen Kriegsgrund gibt es da nicht. Ja. Dann auch schwierig. Lassen wir mal laufen, ne? Vielleicht nicht ganz so schnell. So, was müssen wir machen? Gute Frage. Hier oben haben wir Investitionen in Technologien. Wieder schon. Was ist das hier? Erstmal Eisenimporte. Herz ist wichtiger als Eisen. Wir kriegen mehr Dinge, sag schon, Großbritannien, das ist eigentlich das. Ja. Das müssen wir nehmen. Und ist das. Ach, hier unten, das ist erst fertig, ne? Ach so. Adelsrepublik, das war jetzt hier, ne, oder? Machen wir. Automatisch Speichergrad. Das haben wir gemacht. Okay. Lass den mal gerade da. Adelsrepublik haben wir hingekriegt. Jetzt müssen wir hier unten noch Arkebuse machen.
Okay. Ja. Gut. Was bringt uns das? Nix. Schiffe gehen immer noch nicht. Oh, Kernprovinzen haben wir noch nicht. Die können wir noch Connecticut machen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Und das auch. Missionarsenden brauchen wir noch nicht. Das wird aber bald so sein, dass wir das brauchen. Kultur können wir noch nicht ändern. Ja, hier haben wir noch ein paar Sachen. Und Entwicklung. Was ist das hier? Schon wieder was? Ach so. Da können wir was einrichten, oder was? Ja. Die gehen nicht. Es geht nur hier oder da einer. Was sollten wir da aber nun machen? Toleranz. Lokale Traditionen. Religiöse Einheit, ja. Religiöse Ideen. Perlenser Kriegs und gegen alle anderen Religionsgruppen. Missionsschulen, Mission dazu, ist klar. Stabilitätskostenmodifikator. Nationale Runden weniger, Zorns der Heretiker gesteigert. Ja, es sind viele schöne Sachen, ne? Aber ich tendiere momentan dazu zu sagen, wir brauchen was hier, kämpferisch, weil wir gleich in Kämpfe verwickelt sein werden. Und das machen wir auch. Und die Frage, warte mal, abbrechen, defensiv oder offensiv? Armee-Unterhaltsmodifikator. Nahkampf plus 1. Rekrutierungsgeschwindigkeit. Landanführer Feuer. Ja, was haben wir hier denn noch? Über Soldaten, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Defensiv-Offensiv hatten wir gerade. Qualitätsideen. Kampffertigkeiten plus 10 ist auch nicht schlecht, ne? Da ist auch was passiert. Ah, wir haben die Provinzen eingemeindet. Ja. Tja, was machen wir da? 9 Zoll verweigern. 9 Zoll erheben, ja. Machen wir mal. Sie macht Ideen, Quantitätsideen wären das. Nee, das wollen wir nicht. Eher die Qualitätsideen. Armee-Tradition besser. Kapp-Fertigkeiten besser. Ja, okay. Schiffe kommen dann später dran. Vielleicht haben wir sie dann auch schon. Nahkampf gegen Infanterie-Kampffertigkeiten. Das oder das. Zweite Position. Regiment-Regitierung. Naja, ich glaube, da sind wir hier besser mit bedient. Wir nehmen das. Freigeschaltet. Gut. Gut, da sind wir auch ein Stück weiter. Hier geht noch nichts. Das ist alles gut. Das dauert noch. Okay, da sind wir ein Stück weiter in dem Sinne. Armeen. Ja, wir haben Probleme mit der Armeen. Das liegt einfach daran, dass wir zu viele haben. Wie viel dürfen wir denn haben? Das ist die Frage erstmal.
Wir dürfen 20 haben und haben 26. Das heißt, wir müssen da was auflösen. Da unten sind 1000 Leute jeweils. Alles die gleichen? Oder wie sehe ich das? Ja, wir haben keine Reiterei. Dann machen wir das doch hier mit den... Einheiten auflösen ist etwas doof. Halbieren. 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 Und die lösen wir auf. Und 11.000 Mann, 5.000 Mann, 2.000 Mann. Ich glaube, die können wir dann auch noch auflösen. So, und jetzt sollten wir eigentlich genug haben, ne? 20 von 20 passt. Dann würde ich sagen, machen wir da wieder eine Einheit raus. Und... wir sollen die unterstützen. Ja, komm, akzeptieren wir. Okay. Soll da noch hin mehr, ne? Ich glaube, das hat sich schon erledigt, oder? Ja, das hat sich schon erledigt. Dann wollen wir da auch nicht mehr hinlaufen. Gut. Sind wir jetzt doch hingelaufen? Spielt keine Rolle. Gut. Land ist im Krieg. Kann nicht sein, dass bei uns einer gestorben ist. Wir haben einen freien Beraterplatz. Ja, okay, dann lassen wir auch noch frei werden. Könnten etwas investieren. Alles 1. Keine 2. Das würde mehr Steuern bringen. Ich würde es hier unten fast sagen. So, mehr geht nicht. Aber das hat schon gebracht, denke ich mal. Unsere Leute werden immer noch weniger. Kein Anführer. Wirklich kein Anführer. Können wir doch aber haben, Anführer, ne? Haben wir doch. Ha? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso verheizen wir gerade unsere Soldaten da? Ist das so schlimm da? Naja. Na, lassen wir das erstmal so laufen. Benarkisch. Allerdings machen wir gerade unseren Gegner größer, ne? Aber der wäre vielleicht auch so oder so größer geworden. Gut. General. Unsere Truppen. Und doch das. Und ich kann keinen Anführer hinzufügen. Ach, die sind auf fremdem Territorium, deswegen geht das nicht. Okay, alles klar. Ja, finanziell gucken wir mal gerade rein. Achte. Das liegt auch daran, dass unsere Armee gerade fürchterlich klein ist. Ist aber auch nicht schlimm. Automatisch speichern. Hat er noch angenommen, den Klick, oder nicht? Hat er noch angenommen.
Gut. Ja, Händler, Händlerabwandlung. Aber wir haben hier oben, sehe ich gerade noch einen Händler. Okay. Erfolg 20 Federn. Okay, das war ja nix. Können wir sie auf jeden Fall zurückholen. Die können sich erholen. Wir haben noch einen Händler über, sehe ich gerade noch. Aber wieso geht die Karte da jetzt hin? Aber auch egal. Da haben wir jemanden sitzen. Da auch. Da auch. Hier unten in der Karibik wäre noch was möglich, oder? Aber da können wir keinen hinsenden, weil wir es noch nicht gesehen haben wahrscheinlich, ne? Oh. Ja, machen wir das doch, oder? Wo ist nur die Hudsonbucht? Ist die hier? Rio Grande. Eine Schöpfung. Was? Wir haben noch einen Händler noch über, oder? Oben ist doch einer. Einer ist verfügbar. Und das wäre der. Der ist aber beschäftigt irgendwie. Tja, weiß ich auch nicht. Hier haben wir einen sitzen. Und hier gibt es keine. Wenn ich da draufklicke, geht der durch, ne? Hier geht er nirgendwo hin, weil ich glaube, das ist der Freie jetzt. So, okay, den haben wir dann auch hingeschickt. Hier wäre schön, aber da können wir nicht, weil geht nicht, ne? Können in eine neue Idee investieren. Ja, Gefreiter zum Marschall. Okay, passt. Okay, passt. Das dauert noch. Waffenruhe wird enden. Heiliger Rauch. Prestige. Tja, Tabak wurde schon immer. Medizin an Material zeitig und wieder andere finden. Die Inhalation des Rauchs einfach entspannend. Tja. Das Rauchen wollen wir nicht verbieten, das soll jeder selber entscheiden. Gut, das haben wir. Wir gehen wieder auf die andere Karte. Ja. Wie sieht das hier mit aus? Bepotisch sind sie verbindet. Und Bepotisch ist der hier unten, ne, oder? Ja. Unsere Armee ist aber gerade so klein, dass es nicht gerade so einen Sinn macht. Wir haben auch gar keine Reserve, oder wie sehe ich das? Okay, das wird ja ewig dauern, bis wir unsere Armee aufgebaut haben. Das ist etwas schlecht. Aber wir wollen erstmal hier weiter gucken, dass wir Steuern eintreiben.
wenn wir Geld haben. Dann können wir uns noch Söldner notfalls kaufen und mit den Söldnern was fabrizieren. Gut, okay. Ich würde mal sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Wir müssen immer noch dran denken, wenn wir weiter verwestlichen. Was ist denn hier passiert? Das sind keine reinen Engländer mehr, ne? So eine Kolonie-Abspaltung der Engländer. Jetzt müssen wir mit denen noch diplomatische Beziehungen aufnehmen. Wir haben wahrscheinlich keinen frei. Okay. Das würde bedeuten... Wo ist denn ein Diplomat? Okay, der ist da, auch schön. Den müssten wir dann da mal abziehen, ne? Gut. Und dann müssen wir warten, bis der da ist. Ah, das ist natürlich weit von da hinten bis hier, ne? Der andere ist, glaube ich, in Paris. Ist aber gleich da, dann machen wir das noch hier. Verbeziehung verbessern. Senden. Minus 21 haben wir da. Und das muss besser werden, ist klar. Jetzt auch gut. Okay. Den machen wir gerade noch. So, das haben wir erledigt. Und dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.